Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Assassin's Creed Odyssey. So, meine Freunde, wir sind immer noch beim Steinbruch von Oros und ich hoffe doch mal, dass wir den jetzt dann hier heute abschließen können. Dass auch die Kopfgeldjäger uns dann auch mal in Ruhe lassen. Ja, ihr seid hier am Arbeiten, da haben wir noch ein bisschen Zeug zum Einsammeln. Oh, eine bessere Axt haben wir bekommen. Jetzt werden wir mal den da oben noch erledigen. Aber das steht aber nicht gerade vorteilhaft, muss ich sagen. Naja, gehen wir mal da hoch. Und machen kurzen Prozess. So. Schön. Okay. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch die Kriegsvorräte einsammeln. Ja. Verbrennen, sag ich mal. Die Schätze müssen wir verbrennen. Schauen wir mal. Ah, hier ist schon einer. Okay. Ich sag einfach mal alles ein, was geht, ne? Okay. Da ist noch ein besserer Bogen. Da ist nichts. Da ist keiner drin, dann brauchen wir hier nicht aufschließen. Da liegen auch noch ein paar Leute rum. So, schauen wir mal hier oben, was wir hier oben noch finden. Das sind noch Kriegsvorräte. Na komm her. So. Oh. Heißt es, dass gleich wieder ein Kopfgeldjäger kommt? Das Ostragon-Riesel haben wir entdeckt. Sehr schön. Okay. Schauen wir mal schnell da oben noch nach. Okay, da war nichts. Gut, es gibt natürlich noch eine Möglichkeit. Hier war doch ein Punkt. Ne, nicht. Wir gehen mal nach unten, schauen unten noch rein. Hier zum Beispiel. Jemand muss mich hier rausholen. Also kommt die Ruhe mal raus. Ich dachte schon, dass ich hier sterbe. So, schauen wir mal, ob hier drin noch irgendwas rumfleucht und kreucht.
Okay, das ist jetzt wahrscheinlich dann mal der Zeitpunkt, wo wir Ikarus zu Hilfe rufen. Der sollte sich den Steinbruch nochmal genauer anschauen. Was haben wir hier noch? Alles klar. Gucken wir mal, was Ikarus findet. Da ist eine Höhle. Da ist das, da ist das. Da ist der Schatz, okay. Da sind die Kriegsverräte, sehr schön. Da haben wir auch noch was. Die Kriegsverräte sind darunter. So, haben wir das nicht gefunden hier? Ich denke mal, wir können normal laufen. Ah, hier drin, na, das ist ja gemein. So, jetzt bloß noch die Kriegsvorräte und dann sind wir hier fertig. Da, guck an. Na, draufschlagen brauchst du nicht. Na, hat's jetzt gebrannt oder nicht? Jetzt. Okay, dann sind wir hier also fertig. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Na. Wohin? Das haben wir, das haben wir. Hier haben wir noch einen Flugpunkt, wo ich gerne hätte. Und da ist der Steuereintreiber ist da. Da ist der. Oha. Komm, um den kümmern wir uns noch. Und dann müssen wir uns da noch drum kümmern. Um den Typ hier. Ein unentdeckter Anführer. Und hier ist der Tod. Okay, wisst ihr was? Wir reisen mal zu Poseidons Tempel und werden da mal noch die zwei, drei Angelegenheiten erledigen, was dort sind. Ui, ei, ei. Entschuldigung. Und da treibt sich auch noch ein Kopfgeldjäger rum. Beziehungsweise ein Söldner. So. Da ist er. Jetzt will ich doch mal schauen, ist der alleine? Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, ich habe bloß mal geguckt. Autsch. Oh, jetzt. Yeah!
Oh oh, unser Kopfgeld steigt und steigt. Okay, die sind erledigt. So, wo ist der? Komm her. Und da kommt der Kopfgeldjäger. Oha. Ich möchte eigentlich den hier erledigen, aber das machen wir, nachdem wir den Kopfgeldjäger erledigt haben. So, warten wir mal, bis unser Gift wieder bereit ist, jetzt zum Beispiel. Nicht da reinlaufen, Alter. Bleib doch da nicht drinne stehen. Okay. Aber ich denke mal, wir bekommen den in den Griff. So. Die liberalen Griechen. Aha. So. Der Sklavenmarkt. Oh, da kommt der Kopfgeldjäger. Das ist jetzt wirklich so praktisch war, was ich hier mache. Ich weiß es nicht. So, jetzt zu dir. Alter. Unser Kopfgeld steigt und steigt hier. Werden wir mal ein bisschen Raserei hier machen. Und heilen. Sollten wir uns auch mal. Ja.
Oh, wow, wow, wow. Okay. Eieiei. Okay, das war keine gute Idee, das so offen anzugreifen. Hui, das wird's aber auch ganz schön kritisch, muss ich sagen. Wir werden es nur schaffen, dass wir absolut gehasst werden in dieser Stadt, denke ich mal. Puh. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen aufgeräumt. Ach, Kacke. Oh, oh. Okay, wir verdünnisieren uns. Verdünnisieren uns, habe ich gesagt. Wir müssen da jetzt erstmal wieder die Lage entschärfen. Los. Geht doch da hoch. Puh. Kommen sie aber wieder in Scharen hier. Dich will ich weghaben. Einen zumindest will ich weghaben. Los, los, hau ab, hau ab. Ach, darf doch alles nicht wahr sein. Ey, Mist, der Kopfgeldjäger, das ist ein bisschen das Problem. Und die 3 oder 4 Söldner. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Da muss irgendwo ein Nest sein davon. Ich glaube, ich werde mich mal zwischen den Folgen irgendwo hinstellen und mal abwarten. Jetzt muss ich die nochmal alle machen. Ich drehe durch, ey.
Argon es din. Πεις κόρα καν πεδεύεις. Μου τι να με πεις. Μια τι μου το πεδεύω. Μια επιχειρήσεις. Na komm, Raserei hier. Raserei. Das war sogar ein Kultist. Und Gift und... Okay, diesmal sieht schon ein bisschen besser aus. Durch die Mitte und uns mal hier ein bisschen kurz erholen. So, da verstecken wir uns jetzt hier drin. Hui, wir haben einen Kultisten erledigt sogar, das ist gut. Und das Schild hergeben. So, wir heilen uns mal. Vielleicht erst denn hier. Und wir hauen ab. Unser Kopfgeld ist anscheinend weg, ne? So, ich möchte ja den hier haben. Und dich will ich weg haben. Okay, ein Söldner ist weg. Wir hauen wieder ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Wir hauen ab. Oh, wow, wow, wow. Ich
Hier in der Stadt haben wir wenigstens die Möglichkeit, uns relativ gut zu verstecken, mal auf die Schnelle. So, jetzt haben wir hier mal wieder ein bisschen Überblick. Da drüben ist noch ein 29er. Normale Waffe. Vergiftet uns ständig. So, alter Verwalter. Puh. So, jetzt müssen wir mal hier durchgehen, weil wir haben irgendwo einen Söldner, einen Kultisten getötet. Ich hoffe mal, dass sie sich jetzt hier einigermaßen beruhigt haben. Wir gucken uns jetzt hier mal um. Lass mal alles einsammeln. Sind die alle? Das hätte ich gleich einsammeln sollen. Die liegt hier vielleicht. Da lagen doch auch welche rum. Bestätigen den Tod des Kultisten. Der ist doch tot. Ach, hier, guck an. Ein zufälliger Kultist. Oh ja. Puh. Und ein Kopfgeldjäger jagt mich schon wieder. Aber nicht hier. Mann. Gut. Ich würde sagen, hier beenden wir mal die Folge. Das war eine harte Schlacht. Oh, ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.